Ja, okay, also bei meinen Papierarbeiten gehe ich in zwei Schritten vor. Schritt Nummer eins ist, dass ich mit einem Bildbearbeitungsprogramm am Computer mir ein Punktraster gestalte, das mir sowohl von der Größe als auch von dem Muster, das drauf zu sehen ist, schon mal vorgibt, was ich dann später zu tun habe. Und der Schritt Nummer zwei ist, dass ich dieses Punktraster, das ich mir ausgedruckt habe, nun auf das Papier übertrage. Das mache ich ganz einfach mittels Stecknadeln. Das wird also zunächst hier an den Ecken fixiert, damit nichts verrutscht. Und dann muss ich per Hand jeden einzelnen dieser Punkte hier durchstechen. Das ist eine gewisse Geduldsarbeit, die ein bisschen Zeit erfordert. Aber im Prinzip ist es ein sich wiederholender Arbeitsvorgang.